Wieder mal ein neuer Tag bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Heute ist der 23. Januar 2024. Ja, heute muss ich gucken, wo wir gehen. Ja, heute ist die Landschaft ein einziger Eispanzer. Da muss ich gucken, wo ich alles Eis, überall Eis. Spiegelglatt. Temperaturen sind jetzt zwar 6 Grad plus, aber der Boden ist noch gefroren. Es ist alles spiegelglatt. Aber wirklich spiegelglatt. Wirklich alles eisig. Pures Eis. Es ist wirklich sagenhaft. Hier die Wege, überall, wo das Wasser runtertropft. Überall Eis. Überall. Ja. Jetzt wird sich aber im Laufe des Tages, wird sich das jetzt legen. Heute Morgen war ganz schlimm gewesen. Heute musste ich ja die Mülleimer rausbringen, den ganzen Weg da hinten runter. Hatte ich auch schon mal gezeigt. Es war spiegelglatt. Also wirklich sagenhaft. Ja, das Wetter, das wird jetzt in der nächsten Zeit wärmer. Es wird wesentlich wärmer. Ja, Nachtfrost wird demnächst kein Thema mehr sein. Und die Temperaturen gehen auf 10 Grad, 12 Grad. Und ich habe sie ja bei einer Vorhersage gesehen, auf 16 Grad. Ja, ob das alles so wirklich kommt, ja, das muss man erstmal alles mit Vorsicht genießen. Aber das Wetter, wenn man in der Sonne steht, man meint, die Jahreszeit, die wäre schon viel, viel weiter. Also die Sonne scheint hier um die Zeit schon. Die hat unwahrscheinlich Kraft. Das ist wirklich grandios. Es ist wirklich unglaublich. Einfach unglaublich herrlich. Und der Himmel ist hier nach wie vor strahlend blau. Muss man noch rumstellen. Kann man das hier sehen? Strahlend blauer Himmel. Keine einzige Wolke. Und einfach nur herrlich. Ja. Was steht heute auf dem Programm? Ja. Wir haben jetzt eine schöne Internetseite gefunden, denn das Problem war bis jetzt immer gewesen, wo bekommen wir Pflanzen her, Bäume her, Sträucher her. Das ist hier in Ungarn alles ein bisschen problematisch. Wo kriegt man das alles her? Ja, was macht er da? Seid ihr wieder auf der Jagd? Ja, die Katzen, die sind doch hinter den Vögeln her, ne? Und ich habe mal gesehen, was ist da? Man soll es ja nicht für möglich halten. Ja, wo willst du denn eigentlich da jetzt hin? Was ist denn da? Kann man das hier sehen? Ja. Also ist wirklich grandios. Auf der Lauerlinie. Ja, ob da Vögel drin sind oder sowas? Keine Ahnung. Hier kann man das jetzt herrlich sehen, was für ein blauer Himmel hier ist. Also wirklich, es ist sagenhaft. Ja, man muss bedenken, wir sind eigentlich noch mitten im Winter. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Ja, wo waren wir? Hier stehen geblieben. Bin ich wieder ganz vom Thema wieder abgekommen. Und zwar haben wir hier das Problem, wo kriegen wir hier
vernünftige Bäumensträucher und so weiter. Wo kriegen wir das hier her? Und da haben wir jetzt eine Internetseite gefunden, eine Baumschule, die hier in Ungarn ansässig ist. Die alles haben, aber wirklich alles. Maulbeerbäume, Kastanie, Esskastanie, Quittenbäume, Aprikosen und. Ja, und damit wollen wir unseren Waldgarten bepflanzen. Ja. Die Pflanzzeit ist so ab, ja, manche Bäume kann man schon, wenn die frostfreie Zeit jetzt kommt, da müssen wir uns beeilen, da muss das alles in die Erde. Ja. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir werden uns den Bienenstand noch mal anschauen, den werde ich noch weitermachen und dann müssen wir Platz machen für den essbaren Waldgarten. Ja. Und das machen wir jetzt. Ja, im Prinzip fängt ja unser Waldgarten hier unten ja schon an. Hier unten sollen ja Kartoffeln, Zucchinis, Kürbisse, Wassermelonen sollen hier in dem Bereich unten angebaut werden. Und natürlich dazwischen kommen Aprikosenbäume. Ich habe ja schon Pfirsichbäume hingestellt. Hier stehen schon zwei von den Bäumen. Hier stehen schon zwei. Da hinten stehen noch zwei Walnussbäume. Ja. Und was hier oben weiter hoch, ja, hier ist viel Unrat, was hier noch steht. Und hier müssen noch viele, viele Bäume weg. Aber die Akazien hier, die bleiben natürlich stehen. Die brauchen wir für die Bienen. Ja. Wir gehen mal gucken, was der Bambus macht. Wir haben ja Bambus gesetzt. Soll hier besonders gut wachsen. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn hier wieder passiert? Ja, was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Abgeknabbert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die Blätter sind nicht abgefallen. Das würde funktionieren, aber ob da Rehe dran waren oder sowas, na, ich kann es ja jetzt wohl nicht glauben. Mal gucken, ob wir hier Spuren sehen. Ja, hier sind irgendwelche Spuren sichtbar. Vermutlich Rehe. Hier kann man das schön sehen. Hier. Was sind das für Spuren hier? Es könnte durchaus sein, dass das Rehe waren. Da ist das Problem, wenn man das nicht eingezäunt hat. Ja, das Problem ist, wenn ich hier einen essbaren Waldgarten mache. Nicht, wenn wir da die Rehe dran gehen. Oder was weiß ich, was hier alles noch rumläuft. Und mir die ganze Früchte hier wegfuttern. Das wäre natürlich nicht gut. Das wäre natürlich schlecht. Und ich habe ja hier schon eine Stelle frei gemacht. Hier für Zucchinis und Kürbis. Das ist diese Stelle hier. Die wird noch etwas erweitert, denn das muss noch alles weg. Eine sehr große Fläche für Zucchinis und Kürbis. Das werde ich so ein bisschen gemischt setzen. Aber
wenn mir hier Rehe rumlaufen. Haha. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Hier müsste man wahrscheinlich mal eine Wildkamera installieren, um mal wirklich zu sehen, was hier rumläuft. Das ist nämlich ganz wichtig. Boah. Boah. Ja, das ist fast was wie ein Urwald. Aber es ist grandios. Es ist einfach grandios. Einfach herrlich. Ja. Und ich habe auch hier in dem oberen Teil schon Rehe gesehen, die geflüchtet sind, als ich hierher gekommen bin. Ja. Das könnte ein Problem werden. Aber im Sommer, wenn die sich wohl irgendwo anders aufhalten, als wir jetzt hier im Winter, die suchen am meisten im Winter Schutz im Wald. Ansonsten muss ich gucken, Stromzaun. Das wäre die nächste Möglichkeit. Hier sind aber noch mehr Bäume abgeknickt hier. Ja, was das jetzt sein soll, keine Ahnung. Das weiß ich allerdings auch nicht. So, jetzt sind wir hier am Bienenstand angekommen. Ja. Es gibt wohl ein neues Problem hier, weil das Ganze ist ja wahrscheinlich, ja, müssen wir ein bisschen anders einstellen, ja, damit wir hier gerade stehen. So, kann man den Bienenstand hier sehen? Man kann jetzt schon sehen, hier ist höher, da hinten ist tiefer. Ist klar, das Ganze muss wesentlich höher. Ja. So hoch muss das Ganze. Ja, das muss ich jetzt abändern. Das kann so jetzt nicht bleiben. Die Bienen müssen schon in der Waage stehen und nicht so schief. Ja, das muss ich jetzt irgendwie abändern. Ja, aber wir gucken jetzt, wo setzen wir die ganzen Bäume hin. Ja, das wird eine interessante Geschichte. Ein essbarer Waldgarten.
Ja, das war schon ein Riesenbrocken. Schon mal ein ganzes Stück Arbeit, aber wir haben hier schon eine schöne Freifläche für unseren S-Bahn-Wahlkarten. Welche wollen wir jetzt hier hinsetzen? Weiß ich noch nicht, aber man sieht hier, hoppla, eine schöne Freifläche. Hier müssen noch ein paar Bäume weg. Ja, alles mit der Zeit. Ja, und wenn das jetzt hier miterleben möchte, was wir hier für Bäume setzen, wie wir unseren Selbstversorgerhof hier aufbauen, der sollte diesen Kanal hier abonnieren. Wer Fragen hat, wir lesen alles, wir beantworten Fragen, der sollte unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns die Tage wieder bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ciao.